Ja, sorgen wir mal für absolutes Mayhem und ringen die einmal, ne? Wie heißt das? Die Glocke läuten heißt es. Genau. Ich läute jetzt mal die Glocke. Hallo und herzlich willkommen zu Ark Survival Ascended. Wir sind heute wieder auf Scorched Earth unterwegs. In der singenden Hitze. Momentan haben wir 29 Grad. Das geht ja super entspannt. Hier war irgendwo noch so eine Motte unterwegs. Und wir schauen heute mal, dass wir so ein paar Silica Pearls organisieren. Da ist ganz was Witziges passiert vor wenigen Minuten. Allerdings ist das Spiel danach wieder abgeschmiert. Deswegen hat sich das quasi wieder rückgängig gemacht. Und wir machen das jetzt nochmal gemeinsam. Ich war nämlich kurz hier unten was trinken. An diesem schönen See. Und danach hatte ich plötzlich Silica Pearls im Inventar. Ja, genau so. Also sehr witzig. Es gibt bei uns in diesem See Silica Pearls und auf Scorched Earth allgemein. Wir haben ja die Karte noch nicht wirklich aufgedeckt, ne? In diesen ganzen Seen und so gibt es an vielen Locations Silica Pearls, die man einsammeln kann. Die sind halt, der Skin hat sich ein bisschen verändert und deswegen sind die sehr schwer zu erkennen. Aber wenn man da einfach durchläuft, jetzt habe ich welche, glaube ich, oder? Waren das Steine? Dann kann man einfach spammen und sammeln. Ich glaube, das ist unser Plan. Weil hier sieht man ja sowieso nichts. Hier kann man nur spammen. Im flachen Wasser und im tiefen Wasser sind die auch extrem schwer zu sehen. Also ich habe hier, ich sammle hier die ganze Zeit welche, aber ich sehe keine. Also spammen ist, glaube ich, das Mittel der Wahl. Das war Stein. Wir sammeln halt dann noch viel Sand und Stein, aber das können wir auch verwenden. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist gut. Und dementsprechend werde ich jetzt einfach mal alles hier abgrasen. Vielleicht sehen wir ja auch irgendwo Silica Pearls. Das könnte ja auch sein, dass wir da irgendwo welche entdecken vielleicht. Dann kann ich euch das mal zeigen, wie die so aussehen, wenn man die sieht. Und wenn wir Silica Pearls haben, können wir dann endlich loslegen mit den Electronics und so. Und das wäre ich ja nicht. Ich sehe nichts. Silica Pearl-artiges. Wir sammeln auch. Ah, da eben waren wieder welche, ne? Wir sammeln relativ wenige. Also einfach mal schwimmen und hoffen. Da sehe ich auch nichts. Die sind auch ganz nah am Ufer ganz oft. Das heißt, wenn man hier trinken geht, dann wird man sowieso hin und wieder mal welche erwischen, ne? Aber ich sehe tatsächlich keine einzige. Oh, da ist eine Motte. Die ist da gerade gelandet. Also momentan finde ich auch nichts. Da müssen wir nochmal gucken. Vielleicht gibt es die tatsächlich nur bei uns da am Ufer. Das wäre schade. So, wir nehmen nochmal die Heugabel raus. Und dann bist du gebolert. Eine 50er ist das. Gar nicht so schlecht. Aber die machen wir weg, weil... Oh, da ist ja noch ein Pegomastax. Der muss schneller weg. Das geht nicht. Okay. Ja, ich habe sie jetzt leider mit der Mistgabel abgeerntet. Da ist, glaube ich, ein Baby-Pegomastax, oder? Sah so aus. Diesmal haben wir Hunger, okay. Hab mich schon gewundert, weil wir kommen ja gerade aus dem Wasser. Durst kann es eigentlich nicht sein. Oh, ich habe das Fleisch vergessen. Wir hatten ja einen Absturz, deswegen habe ich kein Fleisch dabei. Müssen wir nochmal schnell hoch ein Fleisch holen. Also nicht so einfach mit den Silica Pearls. Es gibt die hier auf jeden Fall. Aber die sind ziemlich selten. Fleisch sollten wir schon gegrillt haben. Das nächste Unwetter wartet schon. Ja, wenn wir Silica Pearls haben, geht's weiter, würde ich sagen. Wir brauchen unbedingt Silica Pearls. Stein können wir sehr gut gebrauchen und Sand ja auch zum Clay herstellen. Also eigentlich ist das ganz gut, was wir da machen. Aber so richtig zielführend ist es auch nicht. Wir kommen da schwer, schlecht voran, langsam. Weil ich einfach sehr wenig... finde. Wir müssen den Stein da mal wegmachen. Da springe ich immer drauf und breche mir den Hals. Ja, so, dann spammen wir so ein bisschen weiter. Bei uns in der Ecke, wo ich getrunken habe, gab es auf jeden Fall Silica Pearls. Und ansonsten habe ich bisher noch keine gefunden. Da müssen wir vielleicht mal mit der Motte losfliegen und woanders suchen. Problem ist halt, wir können die Sachen dann nicht nach Hause bringen, den Großteil davon, weil die Motte kann ja nichts tragen. Also Priorität ist natürlich auch, dass wir... Da waren eben welche. Dass wir ein gutes Flugtier finden.
Da waren wieder welche. Also man sieht die nicht, ne? Ich glaube, man kann die nicht sehen. Ich glaube, die sind allgemein irgendwie unterm Boden jetzt. Das haben wir ja mit den Silica Pearls ganz oft. In Ark Survival Ascended. Die sind jetzt unsichtbar geworden. Also wir wissen ja schon, wie die aussehen. Wir haben die auf die Island schon hin und wieder gefunden. Aber oftmals findet man die, sieht man die halt nicht und muss dann einfach spammen und hoffen. So, da sind wir wieder. Das nächste Unwetter wird schon angekündigt. Mausi glaubt, es wird ein Gewitter diesmal. Mal schauen. So, wir packen mal so ein bisschen Sprit hier rein, schmeißen den Fabricator an und stellen uns jetzt endlich mal den Generator her. Electronics. Wir haben jetzt Silica Pearls. Ich habe ganz gut was gefunden. Vielleicht müssen wir dann später nochmal woanders suchen. Schauen wir mal 20 her, oder? Dann wollen wir als nächstes den Generator. Der bringt uns dann nämlich weiter. Wir könnten auch ein Windrad bauen, ne? Wollen wir gleich ein Windrad bauen? Wind? Turbine. Es gibt auch diese Windmill. Ich glaube, die ist neu, oder? Die sagt mir noch nichts. Oder dieses Windrad, aber das ist viel zu modern. Wir wollen so eine Windmühle. Die reduziert irgendwie den Verbrauch von dem Generator. Das ist total komisch. Also, die bringt nicht so wirklich viel scheinbar. Die bringt nicht Strom an sich, sondern die reduziert nur den Verbrauch vom Generator. Aber das ist cooler als so eine Windturbine, ne? Die kennen wir ja schon. Das kennen wir noch nicht, das Windmill-Dings. Das ist, glaube ich, neu, wie gesagt. Und wir brauchen jetzt so ein paar Sachen, die uns bei der Stromproduktion helfen. Wind? Das stellt man bestimmt drüben in der Smithy her, das Ding, oder? Das wäre super schräg. Aber ist halt so, ne? Wind. Windmill. Cementing Paste und Electronics. Cementing Paste haben wir ja gerade hergestellt. Können wir hier rausfischen? Da habe ich das schon. Ich glaube, ich habe das schon rausgefischt. Das ist doof. Haben wir noch Cementing Paste? Müssen wir wieder was herstellen, ne? Haben wir Chitin? Chitin haben wir am Start. Nehmen wir noch so ein bisschen Stein mit. Und stellen uns noch so ein bisschen Cementing Paste her. Go, go. Sollte laufen. Das ist halt mega teuer, ne? Das kostet 8 Stein und 4 Chitin. Aber hier gibt es halt keine Biber, ne? Also ich glaube, auf Scorched Earth gibt es wirklich keine Biber. Das wäre schon komisch. So, nehmen wir mit. 15 brauchen wir noch Electronics. Die mopsen wir uns hier. Ist das das Einzige, was Electronics braucht? In der Smithy? Könnte fast sein, ne? Das ist total schräg. So Hightech-Sachen in der Smithy herstellen. Wind. Da ist das Ding. Go, go. Windmill. Ich freue mich mega drauf. Das passt hier richtig gut rein, denke ich. Und da müssen wir halt irgendwo die Sachen unterbringen, ne? Stellen wir die hier unten dazu? Oder? Ich würde es halt am liebsten irgendwo da oben hinstellen, aber wir brauchen ja, das muss ja in der Nähe vom Generator stehen, denke ich mal, ne? So, wir schnappen uns den Generator. Dann haben wir die beiden Sachen. Sprit nehmen wir wieder mit. Und dann bauen wir diesen Generator wahrscheinlich oben auf, oder? Dass der hier unten nicht im Weg steht. Stellen wir den hier oben. Ich stelle den hier in die Ecke. So, der Plan. Bam. Und dann können wir da unten das Windrad hinstellen. Was meint ihr? Schmeißen direkt mal Sprit rein. Machen den an. Und das ist das Windrad. Das ist recht groß. Und mitten im Sturm stellen wir das jetzt auf. Das wird wahrscheinlich auch wieder alles nicht funktionieren, wenn wir Gewittersturm haben, ne? Hier passt doch gut hin, oder? So. In die Richtung. Auch mal so, oder? Bam! Ein bisschen schief. Das sieht ja komplett schief, das Ding. Und Show Range. Können wir mal gucken, was das für eine Reichweite hat. Oh, das hat eine Riesenreichweite. Das könnten wir eigentlich überall hinstellen. Auch da oben auf die Klippe zum Beispiel. Das wäre auch cool, ne? Aber ich finde das irgendwie witzig. Das steht da total krumm. High Range. Demolish. Und Pickup. Wir können es jederzeit wieder hochheben. Das ist cool. Ja, also das steht da jetzt und dreht sich nicht. Es dreht sich. Aber ganz langsam. Okay. Ja, und das reduziert jetzt den Verbrauch von unserem Generator. Jetzt gucken wir mal, ob der irgendwie einen Buff hat oder was. Turn on. Ups. Ich wollte ihn nicht ausmachen.
Mikrofon auf. Fuel über 20 Stunden. Da steht, wie lange ein Fuel... Nein, wie lange unser Fuel hier drin reicht, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hilft es scheinbar beim Verbrauch. 20 Stunden. Das wird wahrscheinlich der... Also mit den 27 Fuel schaffen wir dann die 20 Stunden sozusagen. Das war ja schon mal ein ganz guter Start. Jetzt könnten wir uns eigentlich mal so einen Northern Comfort hier genehmigen. Oder wir machen einfach weiter. Hier gibt es ja auch noch jede Menge mehr zu tun. Wenn wir jetzt in der Technologie so ein bisschen weiter sind, dann schalten wir nochmal so ein paar Dinge frei. Und zwar gibt es hier ja noch diese Town Bell. Die macht irgendwie laute Geräusche, das macht Sinn. Und... Achso, wenn man die haut, dann macht sie leisere Geräusche. Okay. Und scheinbar kann die Tiere auf aggressiv stellen, oder was? Das stelle ich mir nicht so gut vor. Wenn man die nutzt, dann stellt die wohl die Tiere in der Umgebung auf aggressiv. Das heißt, es gibt ein riesen Durcheinander. Aber wir müssen das halt mal testen, ne? Geht nicht ohne. Hier gibt es auch ein Piano. Das brauchen wir auf jeden Fall hier unten bei uns im Saloon. Und dann gibt es ja so coole Stühle und Sofas hier. Sessel und Sofas. Dafür brauchen wir halt Pelt. Und das kriegen wir hier, glaube ich, nur von den Wölfen, ne? Bam. Wir lernen alle möglichen Sachen parallel irgendwie mit. Aber gut, passt. Das müssen wir alles testen. Ich glaube, das reicht dann erstmal, oder? Lampen gibt es auch noch. Den Spiegel kennen wir ja. Das war, glaube ich, ein Scorched Earth Item. Und ich muss mich mal korrigieren. Lernen wir auch wieder. Der funktioniert, glaube ich, irgendwie nur teilweise, ne? Irgendwie nach Grafikkarte oder so. Ganz komisch. Es gibt ja dieses... Wir haben bei uns das Engram gesehen für dieses Netz. Das Net Projectile. Da habe ich gesagt, das käme mit Scorched Earth dazu. Das stimmt natürlich nicht. Wie ihr schon richtig bemerkt habt, ist das eine Mod, die ich hier irgendwann mal zugefügt habe. Ich habe da so ein bisschen den Überblick verloren. Ich habe einfach zu viel, um die Ohren zu zeigen. Ich habe irgendwann so ein paar coole Mods noch mit reingepackt, dass wir ein bisschen was zum Ausprobieren haben. Und ich habe auch dieses Net Projectile mit reingenommen. Da gibt es eine extra Mod unter dem gleichen Namen, dass ihr das wieder nutzen könnt. Das kommt wahrscheinlich wirklich erst in ein, zwei Jahren, dann, wenn das entsprechende Genesis Pack dann auch für Ark Survival Ascended kommt. Ja, also mein Fehler, habe ich nicht dran gedacht. Gut, jetzt schauen wir mal, was wir hier herstellen können. Wir machen das einfach mal auf, dann haben wir so ein bisschen mehr zu sehen. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Also ich glaube, die Sachen stellt man dann alle in der Smithy her, ne? Dann müssen wir nochmal alles mitnehmen. Wir brauchen Cementing Paste. Rest sollte eigentlich drüben sein. Cementing Paste können wir noch schnell holen. Aber nicht viel erwischt hier, ne? Was ist jetzt los? Wir brauchen mehr. 25 Dinge. Gut. Schauen wir mal hier rein, was es da so gibt. Das Schild haben wir schon. Oh, es gibt diesen Wagen. Der kostet Cementing Paste. Den stellen wir sofort her. Da kann man irgendwie einen Wagen an Dinos dranhängen. Ultra cool. Das wird mega. Dann gibt es diese Frontier Lamps. Da stellen wir auch mal eine her. Die sind nicht günstig, ne? 20 Metall, 10 Crystal, die sind richtig teuer. Und dann brauchen wir natürlich Munition. Können wir noch einen Schuss herstellen. Perfekt. Kommen, glaube ich, 2 oder 3 Kugeln raus, ne? Diese Town Bell müssen wir testen. Das Ding stellen wir natürlich her. Und was gibt's noch? Jetzt gehen uns die Ressourcen schon wieder aus, ne? Die Sofas und so wollte ich eigentlich mal testen. Stellt man die alle im Inventar her vielleicht? Sieht so ein bisschen so aus. Na, ich sehe die hier jetzt nicht. Den Spiegel haben wir jetzt. Haben wir den schon hergestellt? Der kostet Sand. Sand und Silica Pearls. Der ist auch nicht günstig. Den können wir mal später herstellen, oder? Wir brauchen Hide und Silica Pearls für diese Mütze. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die hilft uns wieder so ein bisschen bei der Wärme und so. Bei der Hitze. Silica Pearls. Nehmen wir mal so ein paar mit. Wir können ja mal so ein paar mehr mitnehmen. Die brauchen wir scheinbar da drüben auch. Und was haben wir noch gebraucht? Eieiei. Ein bisschen Leder. Und Kristall, glaube ich. Ne? Aber das haben wir sowieso schon drüben, oder nicht? Ich glaube, Kristall haben wir drüben drin. So, mal gucken. Packen wir alles mal mit rein. Spiegel. Und die Mütze. Go, go. Und dann gucken wir mal, was wir im Inventar noch herstellen können. Ja, wir haben jetzt echt schon ziemlich viel zum Testen.
Ich hätte gern so ein paar Sofas. Das sind die Stühle und so. Aber die ganzen Stühle und Bänke und so, das ist alles ultra teuer. Holz, Chitin und Metall brauchen wir. So, erstmal runterscrollen. Holz. Oh, wir haben wenig Holz. Chitin. Und Kristall, ne? Nee, Holz, Metall. Wir haben auch kein Metall mehr hier. Okay, wir müssen kurz Holz holen. Haben wir noch Holz? Holz, Holz, Holz. Oh, ich glaube, ich muss Ressourcen organisieren. Na gut. Wir testen jetzt erstmal das, was wir haben. Und dann müssen wir noch so ein paar Dinge nachherstellen. So, das nehmen wir mal alles raus. Und dann wechseln wir hier endlich die Mütze. Funktioniert nicht. Kann man nicht rüberziehen. Cosmetics. Mein Rancher Head. Bam! So, dann sehen wir wieder genauso aus. Haben aber diese Goggles auf. Die bringen uns wieder so ein bisschen... das waren Morella-Tops da vorne. So ein bisschen Hitzeresistenz. 110er. Ziemlich cool. Jetzt geht richtig die Post ab. Jetzt schauen wir mal, was wir mit diesem Wagen anstellen können. Der muss ja unglaublich praktisch sein eigentlich. Was macht man mit dem? Die Barzahl oder was? Um Ressourcen zu organisieren, ne? Right-click for more options. Drop. Remove. Was macht man denn damit? Also ich kann den hier nicht platzieren oder so. Bis jetzt. Funktioniert nicht. Equip. Geht nicht. Können wir vielleicht so ein Tier irgendwie nehmen und das dann auf dem Tier equippen? Oh nein. Voll gut. Nehmen wir mit. Wir haben schon ordentlich Eier gesammelt hier. Die Pegomastax legen auch immer Eier. Da ist wieder eins. Noch eins. Jawohl. Das funktioniert gut. Wir brauchen mal einen Oviraptor hier, dass wir Eier sammeln können, ne? Jetzt setzen wir uns mal hier drauf und schauen mal, ob das hier mit dem Wagen dann funktioniert. Können wir den hier vielleicht nutzen? Nee. Aber das wäre super schade, wenn der jetzt irgendwie buggy ist oder nicht funktioniert. Ich will den unbedingt testen. Das wäre so cool. Also, der kann von Tieren gezogen werden. Und da gibt es eine Funktion, Equip. Offhand? Nee. Drop, Repair, Transfer. Es gibt ja noch den Extra-Slot bei den Tieren hier, diesen Costume-Slot. Da geht der auch nicht rein. Ist das vielleicht ein Sattel? Nee. Also, mega komisch. Der sollte jetzt eigentlich funktionieren, ne? Schnieker ist echt stark. 3000 Hitpoints. Aber überhaupt kein Gewicht. Was machen wir denn jetzt mit dem Wagen? Na gut, wir testen erstmal die Glocke und da muss ich rausfinden, wie dieser Wagen funktioniert. Und diese Lampe. Ah, das ist eine Laterne, deswegen ist die so teuer. Mega cool, jetzt haben wir so eine riesen Laterne. Wo stellen wir die denn hin? Zu Schnieker hier, oder? Stellen wir die mal hier hin. Bam! Ultra cool. Turn on. Sieht genauso aus wie vorher. Okay. Die. Pick up. Turn on. Turn off. Oil Lamp Post. Muss man da. Hat das? Das Ding hat kein Inventar, ne? Doch, hat's. Organic Fuel. Ach so. Wir müssen da irgendwas drin verbrennen. Also es ist eine Öllampe, aber ich glaube, man kann auch Holz verbrennen, wenn da steht Organic. Wollen wir ein bisschen Holz reintun? Wir haben ja alles da, ne? Da haben wir ein bisschen Öl und hier haben wir ein bisschen Holz. Testen wir mal, was geht. Also, Holz. Geht, glaube ich, nicht. Sieht genauso aus wie vorher. Und Öl. Sieht auch genauso aus wie vorher. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal nachts testen. Aber jetzt powered. Also ich glaube, jetzt hat sie das Öl genommen, oder? Ich habe auch nicht darauf geachtet, ob sie irgendwas verbraucht hat. Die müssen wir nachts testen. Die ist scheinbar nicht so hell. Das ist ja ganz komisch mit Licht in Ark. Also die Lichtquellen an sich, die leuchten nicht so richtig, sondern die Umgebung leuchtet dann irgendwie immer so ein bisschen. Das ist ganz ulkig. Vielleicht haben die das so gemacht, dass einfach nur die Umgebung dann heller ist. Und die Lampe an sich gar nicht so hell aussieht.
Die sieht ja komplett schwarz aus. Hm, dann nehmen wir mal diese Town Bell. Das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Also ich hätte schon gerne eine etwas hellere Lampe. Aber die Öllampen waren ja damals auch nicht so hell. Ja, muss man ja auch immer sehen. Muss einfach hier hinstellen. Das ist so eine Glocke. Wir bräuchten einen Kirchturm. Müssen wir jetzt einen Kirchturm bauen? Ich glaube, wir müssen einen Kirchturm bauen. Warum sind hier so viele Morella-Tops? 5? Und der andere ist, glaube ich, Level 10, oder? Die sind beide Level 5. Na gut, dann ist es ja sehr entspannt hier, wenn da nur Morella-Tops herumlaufen. Ja, Leute, ich glaube, wir müssen jetzt eine Kirche bauen. Es geht nicht anders. Die bauen wir aber aus Holz, ne? Weil die braucht kein Mensch. Die sieht dann einfach nur gut aus. Dann bauen wir uns da oben vielleicht irgendwo so eine kleine Kirche auf. Oder hier unten. Wir könnten uns auch hier so eine kleine Kirche hinstellen, ne? Aber das wird dann so eine Schwitzkirche, ne? Kennt ihr? Kennt ihr die Sekte mit den Schwitzhütten? Die Schwitzkirchen-Sekte? Die wird jetzt hier so eine Kirche errichten. Aus Holz. Das heißt, ich hole mal Palmen und so. Wir haben kein Tier, was uns helfen kann, ehrlich gesagt. Die sind alle nicht brauchbar. Die haben alle 300 Gewicht, immerhin. Vielleicht nehmen wir einfach die Säbelsusi mit, ne? Die Säbelsusi kann so ein bisschen was tragen. Müssen wir erstmal das Fleisch wegbringen. So, Freunde. Ich war so frei, hier schon mal Foundations zu platzieren. Ich habe jetzt so eine Idee, wie so eine Kirche aussehen könnte. Ich bin ja nicht so der große Kirchenprofi. Ich weiß nicht, ob wir sowas schon mal gebaut haben, aber bestimmt. Wir haben schon so viel gebaut. Ich glaube, wir haben schon alles gebaut, was man sich vorstellen kann. Außer vielleicht so ein Wolkenkratzer oder so. Das müssen wir mal nachholen, ne? Wenn mir das gerade einfällt. So, wir haben ein Problem. Wir haben nämlich keine Tiere, die irgendwas tragen können. Die sind alle komplett überladen, genauso wie ich. Ich habe schon ordentlich hergestellt, deswegen habe ich jetzt einfach nochmal eine Fuhre Ressourcen geholt, dass wir was haben, wenn wir es brauchen. Vor allem Holz, ne? Holz brauchen wir super viel. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir hiermit irgendwie bauen können. Vielleicht nehmen wir noch so einen Raptor zur Hilfe. Das ist der Holzraptor. Klaue. Und dann bauen wir einfach mal diese Kirche, so die Idee. Passt. Gewicht passt. So, hier wollen wir eine Tür. Vielleicht nehmen wir da tatsächlich dann mal so eine kleinere Tür für die Kirche. Und so ein paar Fenster. Ja, Fenster brauchen wir auf jeden Fall, ne? Dann machen wir das so, dass wir hier überall Fenster einbauen. Und an den Längsseiten vielleicht nicht. Ich glaube, das ist... Ist das cool? Ich weiß es nicht. Ist das dann eine richtige, gescheite Kirche? Sagt ihr es mir. Machen wir es mal so. Bam, bam. Ups, das war falsch. Platzieren ist nicht einfacher geworden. Pick up. Okay. Ja, und dann brauchen wir natürlich so einen Kirchturm und die Dächer. Da bauen wir so ganz schlichte, schöne Dächer. Ist die Idee so, wenn das geht. Und mag, dann vielleicht so. Nö. Ja. Das sind natürlich, also das sind ja Rampen und alles mögliche gleichzeitig. Deswegen ist es so schwer, das zu platzieren wahrscheinlich. Okay. Ja, und hier bauen wir diesen Turm. Ich will keinen großen Turm, der soll relativ klein und zierlich bleiben. Ich glaube, das ist cooler. Müssen wir hier... Ah ja, hier müssen wir auch sowas machen, ne? Oh, das wird schwierig. Ich sehe es schon kommen. Wir bauen hier mal so einen großen Doorframe rein jeweils. Und gucken, ob das funktioniert. Da ist ein Känguru vorbeigehuscht, ich hab's genau gesehen. Und setzen hier oben dann... Also hier brauchen wir keine Wand, ne? Das können wir offen lassen. Aber hier müssen wir eine Wand draufsetzen, sonst passt es nicht. So, okay, das geht. Das ist schon mal gut. Da hatte ich schon Befürchtung, dass das nicht geht. Dann machen wir hier nochmal eins drauf. Und dann reicht das, glaube ich, oder? Ach, hier geht nicht. Das wird spannend. Das habe ich mir schon gedacht, dass das spannend wird. Müssen wir halt ein Ceiling draufsetzen, ne? Haben wir nicht am Start. Dann holen wir mal fix so ein Ceiling. Genau. Da habe ich ein bisschen viel gebaut, glaube ich. Weil es wird ja alles ein bisschen kleiner als erwartet. Das soll ja nur eine kleine Kirche sein. Dann nehmen wir jetzt mal mit Hedgeframe. Wood Hedgeframe. Ist ein bisschen warm bei uns, ne? Es hat jetzt wieder... Ach so, wir sind in der Holzhütte, deswegen.
Es hat nur 30 Grad, alles gut. Upp. Passt. Okay, Leitern haben wir auch schon am Start. Also sind das wir in die Schwitzhüttenkirche. Wir machen das mit Leitern, weil sonst muss ich alles riesengroß bauen, dass da Treppen reinpassen. Das wollen wir nicht. Wir wollen es ein bisschen übersichtlicher. Das sieht nicht aus. Wir nehmen mal die unterste Leiter raus, weil wir können ja trotzdem hochklettern. Dann haben wir hier unten so ein bisschen mehr Kirchensaalraum-Dings. Oh, und dann brauchen wir ja noch so Triangles, ne? Haben wir die? Triangles? Quarterwall? Railing? Nee, das sind wieder Triangle Ceilings. Das sind wieder andere Bauteile. Da müssen wir kurz so ein bisschen Fasern und so holen. Faser-Thatch-Dings. Fasern und Thatch. Wood. Triangle. Sind es die? Sloped Walls brauchen wir, genau. Genau, die müssen das sein. Das haben wir packen. Dass wir dann noch zumachen können. So. Und. Ne? E-Flip. Ne? Das ist ja komisch. Q-Snap. Flip. Okay. Perfekt. Und so. Meistens platzieren die von alleine. Das ist ein bisschen einfacher. Okay. Ja, dann können wir hier jetzt diese Wand drunter setzen. Dann müssen wir hochklettern, glaube ich. Und dann muss hier oben natürlich noch so ein schönes Dach drauf. Und das wird halt jetzt richtig schwierig. Ich glaube, da gibt es keine schöne Lösung, leider. Da müssen wir dann schauen, wie wir das am unschönsten hinkriegen. So, sitzt. Das hat funktioniert. Schauen wir mal. Ja, sitzt. Perfekt. Hier wollen wir jetzt ein Dach drauf haben. Und das wird ein bisschen schwierig. Gehe ich mal ganz stark von aus. Was ist denn, wenn wir das... ich überlege, in welche Richtung wir das machen. Oder wir machen das mal anders als unten oder gleich. Gleich ist halt langweilig, ne? Wenn wir den First hier in die gleiche Richtung machen. Wie machen wir das am schönsten? Anders sieht es aber auch komisch aus, ne? Ich glaube, wir machen das ganz langweilig. Genauso wie unten. So. Und... ah, das geht ja auch nicht, ne? Doch, es gibt doch so ein neues Dachbauteil. Und? Gibt es nicht so ein Spitzdachbauteil? Hatte ich das nicht irgendwo gesehen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte schon. Wir bauen mal so ein paar Bauteile und testen das dann. Ah, es steht ja dabei, ne? Woodrams? Nee, das ist nicht. Sloped Wall. Ah, da hatte ich einen Denkfehler drin. Das war ein anderes Spiel. Das gibt's in Ark immer noch nicht. Es gibt immer noch keine so Einflor-Dächer quasi, Spitzdächer oder so. Das heißt, wir müssten tatsächlich so einen Riesenturm bauen. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Müssen wir jetzt aber. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen erweitern. Na gut, dann machen wir so einen 2x2-Turm. Geht halt nicht anders. Achso, ich wollte eigentlich auch so ein bisschen... ich wollte so viel. Ich hatte so viele Ideen. Da geht keine Foundation rein. Ich baue das nochmal so ein bisschen um. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich eigentlich hier mit unterbringen wollte. Aber das Ressourcensammeln hat wieder so lange gedauert, dass ich da so ein bisschen dann wieder anders gebaut habe, als ich es eigentlich wollte am Anfang. Okay, wir nehmen uns nochmal so ein Stück raus und dann probieren wir nochmal was aus. Ich glaube, das wird cool. Was ist nur wieder mit Ark los hier? Wir müssen jetzt irgendwie da hoch und diese Sachen da runterholen. Ich glaube, wir bauen einfach mal so eine Leiter hier außen dran, oder? Oder wir bauen einfach hier weiter und versuchen dann von da aus irgendwie hochzukommen. Also, hier drin ist es warm. Das wissen wir ja schon. Machen wir mal die Wände hier oben zu. Und das wird natürlich dann ein riesen Turm. So war das ja gar nicht geplant. Da machen wir dann so ein Hedgeframe oben hin. Oh, das wird wieder schwierig. Das geht auch von hier unten manchmal, aber es ist richtig schwierig geworden. Schauen wir mal von außen, das geht. Ist er so nach... ich glaube, er hat platziert. Aber ich wollte ihn eigentlich auf die Rückseite. Machen wir lieber auf die Rückseite. Eigentlich ist es egal.
Ah, ich wollte die Glocke eigentlich vorne hinstellen. Schauen wir nochmal. Ich das hier so mache. Müsste das eigentlich auch gehen, ne? Jawohl. Hat gepasst. Und dann bauen wir hier so ein paar Leitern dran. Das reicht. So. Dann müssen wir rüberspringen und das abbauen irgendwie. Nicht da reinfallen. Das nehmen wir alles wieder mit runter. Das ist so ein bisschen frei schwebend jetzt. Ich weiß nicht warum. Die Leiter. Dann wollte ich nicht. Ich wollte die im Inventar haben. So. Da haben wir jetzt auch nur eine bekommen, ne? Wo ist die andere? War da nicht zwei dran? Wohl. Ach so. Drei. Jetzt haben wir alles bekommen, okay. Gut, geschafft. Dann können wir hier oben noch ein paar Ceilings setzen. Zwei so Ceilings. Die normalen. Und die Wände. Da haben wir jetzt ja wieder ein paar dazu bekommen, glücklicherweise. Und dann habe ich unten gar keine Säule drin jetzt aktuell. Müssen wir mal gucken, wie das aussieht. So. Ah, das wäre cooler, wenn kühler und cooler. Wenn wir hier so Triangles reinsetzen, oder? Das geht ja inzwischen auch. Oh, das ist gut, das ist gut. Flip. Ja, so wollte ich das. Jetzt kommen wir wieder nicht mehr hoch. Kurz hochklettern. Dann wechseln wir noch dieses Gerät hier. So. Bäm. Und richtig spannend wird es ja dann jetzt erst. Die ganzen Richtungen stimmen nicht, ne? Aber das ist mir egal. Ich will es nicht so perfekt haben. Wenn wir jetzt versuchen, Railings und so dann noch zu setzen, wird es richtig spannend. Nehmen wir mal wieder so die Geräte. Ich weiß noch nicht. Wir probieren das jetzt einfach mal aus, wie das geht. Das ist doch ein Plan. Wir nehmen mal die Doorframes und versuchen jetzt in dem Doorframe so eine Railing zu setzen. Ich glaube, das geht im neuen Arc noch nicht. Im alten Arc hätte das jetzt funktioniert. Aber ich glaube, in Arc Survival Ascended haben sie das wieder noch nicht hinbekommen. Das ist quasi wieder rückgängig gemacht alles. Quarter... Nee. Die Railings wollen wir haben. Brauchen wir auch das Holz. Wir brauchen mehr Railings. Wir brauchen noch mehr Wände. Wir brauchen mehr von allem, wie immer. Stellen wir mal 5 her. Und Walls. Dann probieren wir das nochmal. Wie wir das halt am schönsten hinkriegen. Das wird jetzt ein bisschen spannend. Entweder wir nehmen so eine Railing unten, das wäre cool. Oder einfach so eine Half-Wall, das wäre auch nicht schlecht. Dann sieht man die Glocke aber nicht so. Eine Half-Wall, ich weiß nicht, was cooler ist. Wir gucken jetzt mal. Das Ding könnten wir, also so eine Half-Wall könnten wir setzen. Das ist eine Quarter-Wall, ne? Aber es gibt ja auch noch diese Railings. Das funktioniert alles. Ich glaub's nicht. Das ist verrückt. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Das Dach kommt ja so. Das heißt, wie machen wir das? Das passt dann gar nicht so gut. Machen wir das Dach oben offen oder an den Giebeldingern geschlossen? So viele Fragen. Das Bausystem bietet einfach zu viele Möglichkeiten. Da muss ich jetzt nochmal rumprobieren, glaube ich. Also ich glaube, nach vorne hin machen wir auch solche Doorframes als Säulen quasi. Das hat alles gut platziert. Das machen wir einfach umlaufend, oder? Ich glaube, wir machen das umlaufend. Genauso wie mit den Railings. Und dann setzen wir oben die Dächer drauf. Die müssen ja dann so... Ein Dach bitte. Nee, ja, das war ja ein Dach. Das wollen wir. Dann gucken wir kurz von unten, wie das aussieht. Und überlegen uns dann, ob wir das so wollen oder doch irgendwie anders. Bevor wir es fertig bauen. Das sieht ganz cool aus, oder? Ich glaube, das kann man machen. Mit der Railing. Railing oder... Quarter Walls, was meint ihr? Ich glaube, wir nehmen mal die Railing, dass es so ein bisschen abwechslungsreicher aussieht. Und dann stellen wir da oben die Glocke rein. So ist der Plan. Alles nur für eine Glocke. Oh je. Oh yeah. Unsere Kirche ist fertig. Ist natürlich ein bisschen groß geworden, der Turm. Also das Verhältnis stimmt irgendwie nicht so ganz.
hätte ich die Kirche noch größer bauen müssen, fast. Aber gut, das ist halt arg, ne? Es gibt immer noch gewisse Einschränkungen. Also so einen kleinen Turm mit Spitzdach kann man halt nicht bauen. Ich glaube, da gibt es kein Bauteil für, ne? Ich glaube, das war irgendein anderes Spiel, wo ich das Bauteil gesehen habe. Ich hatte gehofft, dass es das auch gibt in Ascended, aber scheinbar nicht. Brauchen wir eine Mod für. Sieht aber trotzdem ganz cool aus, finde ich. So kann man das machen. Die Tür muss noch rein. So ein paar Feinheiten kommen dann noch. Aber hier oben können wir jetzt schon mal... Ja, so Kirchenbänke brauchen wir, ne? Und hier oben können wir jetzt mal diese Glocke reinsetzen. Und die habe ich nicht dabei. Die müssen wir noch holen. Wo ist die Glocke? Wo ist die Glocke hin? Hast du die Glocke? Nee. Ist die hier irgendwo mit drin? Nee. Ach, die habe ich drüben, glaube ich. Wir sind ja schon wieder ewig am Craften und Ressourcen sammeln. Da ist schon wieder alles überall verteilt. Den Wagen müssen wir dann auch noch testen. Ne? Da hatte ich mich so drauf gefreut. Der wird schon irgendwie funktionieren. Ich bin bestimmt nur zu doof. So, hier oben setzen wir jetzt diese Glocke rein. Und dann würde ich sagen... Mal so. Bam. Ja, sorgen wir mal für absolutes Mayhem und ringen die einmal, ne? Wie heißt das? Die Glocke läuten heißt es. Genau. Ich läute jetzt mal die Glocke. Oh oh. Wie oft macht die das jetzt? Hört die wieder auf? Ich glaube nicht. Sound the Alarm. Was können wir jetzt machen? Okay, das hat eine Reichweite. Die Reichweite. Oh, die ist riesig. Schaut euch das an. Die gesamte Umgebung. Okay, war wieder ausgemacht. Demolish, Pickup. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz runter. Und gucken, was mit den Tieren passiert ist. Die sind jetzt alle auf Neutral. Also ich glaube, es ist nichts passiert. Das ist komisch. Wir haben eine riesen Reichweite, aber die sind alle weiter auf Neutral. Da waren sie vorher auch. Ich dachte, die wären jetzt aggressiv, so wie sich das alles liest und so. Aber, Mann, so viele Eier. Voll gut. Ich glaube, das waren alle. Das hat jetzt gar nichts gemacht. Ich bin beruhigt. Es regnet. Wenn die Jerboas so quieken, ganz leises Quieken, dann kündigen die den Regen an, ne? Das ist die... Das ist das vierte Wetter, das dritte. Es gibt Gewitter, es gibt Sandsturm, es gibt Hitze-Event und es gibt Regen. Es sind vier Events und die Jerboas zeigen alle an. So ein ganz leises Quieken heißt Regen. Was ist jetzt? Ist jetzt Gewitter oder Regen? Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es eine Mischung. Oh, da ist ein Tilakoleo. Moment, wo ist der? Hilfe! Lass mich! Jupp! Da unten ist er. Was ist das für einer? Level 10. Oh, Glück gehabt. Der kommt hier hoch, ne? Also der wird irgendwann hier hochklettern und dann gibt's ein Riesentheater. Und alle Tiere fressen ihn auf. Und dann haben wir wieder ein bisschen Leder und es ist wieder Ruhe. So wird das laufen, denke ich mal. Und dann muss ich wieder alle aufräumen. Okay, hier ist es echt warm drin. Aber wir haben jetzt echt so eine kleine... So einen kleinen Kirchturm hier mit unserer Alarmglocke. Ich weiß nicht, ob das üblich war im Wilden Westen. So kleine Kirchtürme im Dorf. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine. Aus Holz. Falls uns zu kalt wird, können wir jederzeit hier reinkommen, ein bisschen schwitzen. Ansonsten weiß ich noch nicht, wofür wir das verwenden. Vielleicht, ich habe eine Idee. Ich glaube, hier drin wohnt dann unsere kleine Pegomastax-Sekte. Dann haben wir die auch untergebracht. Das werden ja immer mehr. Und die sammeln wir einfach hier drin, oder? Was meint ihr? Für heute müssen wir leider langsam Schluss machen. Wir waren super lange unterwegs, haben richtig viel ausprobiert. Das mit dem Wagen werde ich noch schauen, dass wir das hinkriegen. Ich hoffe, dass der funktioniert. Das wäre mega cool. Den hätte ich richtig gut gebrauchen können hier, um die ganzen Baumstämme zu transportieren und so. Das ganze Holz. Also das wäre richtig cool, wenn wir den noch hinkriegen. Und wir haben immer noch nur einen Bruchteil von dem gesehen, was neu dazugekommen ist. Also es gibt noch richtig viel auszuprobieren. Wir müssen auch mal wieder raus hier in die Welt und so ein paar Tiere zähmen. Da wartet auch noch einiges auf uns, was wir hier dringend brauchen, ne, so an Tieren. Gut, für heute lassen wir es aber erstmal gut sein mit Ark Survival Ascended. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.